Jetzt führen wir die Nadel in die rote Perle. Dann sammeln wir 4 Golden und führen in die nächste rote, aber von der anderen Seite. Dann sammeln wir wieder 4 goldene Perlen und führen in die nächste rote. Und so machen wir wie einen Zickzack. Jetzt auf dem anderen Ende sammle ich 4 goldene, eine rote habe ich schon und 4 goldene habe ich schon. Ich verbinde die Angelschnur miteinander, befestige alles, verstecke die Enden und schneide die Angelschnur ab. Um die Reihen schmale zu machen, nehme ich dann 3 goldene, eine rote und 3 goldene Perlen. Und so mache ich die ganze Reihe. Und dann führe ich die Nadel in die nächste rote Perle. Und so mache ich die ganze Reihe. Die nächste Reihe besteht einfach aus 15 goldenen Perlen. Ich führe sie von einer roten Perle bis zur übernächsten. Und so mache ich die ganze Reihe. Die nächsten Reihen werde ich genauso machen. Jetzt bin ich mit diesem Osterei fertig. Ich habe 4 Reihen, je 15 Perlen gemacht. In jedem Abschnitt war bei mir 15 Perlen und so habe ich 4 Reihen gemacht. Dann habe ich die letzte Reihe mit der goldenen Perle und einer roten und noch einer goldenen, alle Teile miteinander verbunden. Und dann in die jede dritte rote Perle habe ich so einen Faden hinzugefügt, wo 21 Perlen war. Die 11. war immer eine rote. Dann habe ich sie alle miteinander verbunden. Und unten habe ich das gleiche gemacht. Ich habe hier vier goldene Reihen. Und eine rote Reihe, die alles miteinander verbindet. Und jetzt ist mein Osterei fertig. Vielen Dank für das Zuschauen.